All right, here we go with another minute along with Pinwheel's phone, and we're going to introduce you to Tortilla Crisis. All you, sir. Salut zusammen, hier ist der Tortilla Crisis. Ich bin gebeten worden, eine Minute zu reden. Normalerweise schaffe ich das nicht. Ich tue immer mehr schwätzen, als ich sollte. Ich erzähle gerne ein bisschen, was ich den ganzen Tag so mache und was ich überhaupt hier mache. Der Kollege hat vorhin gesagt, oh, könntest du das in einem anderen Sprache machen als Englisch? Ich sage immer so gern. Mein Englisch ist so, naja, kann besser sein. Er hofft natürlich, dass man mehr Klicks kriegt. Das mache ich gern. Also, Tortilla Crisis steht natürlich nicht in meinem Pass. Das ist mein sogenannter Trail Name. Das heisst, hier auf dem PCT, auf dem Pacific Crest Trail, hat jede Person irgend nach 50 Meilen, nach 100 Meilen, nach 500 Meilen gibt es dann irgendeine Eigenschaft oder irgendetwas Besonderes an dieser Person, wo andere Leute dazu verleitet, sagen, ja, das bist jetzt du. Und dann gibt man einen Trail-Namen. Und meine Tortilla Crisis ist klar, warum ich habe, wie jeder andere auch auf diesem Trail, man muss das Essen zum Teil bis eine Woche mitnehmen, also für 7 oder 8 Tage Essen mitnehmen. Und wir essen alle etwas gleich. Nicht? Also es gibt in der Schweiz würde man sagen Stocki. Da gibt es verschiedene Marken drum. Also Herdöpfelstock, wo man dann halt warm macht. Ramensuppe, also eine billige asiatische Nudelsuppe. Und der Tag durch, Brot ist da nicht wirklich und hat dann nicht. Also die meisten Leute haben Tortilla. Und nach 2 Wochen Tortilla habe ich die nicht mehr gesehen und den Vollmond gesehen. Und dann habe ich auch die Tortilla Crisis gekriegt. Hat das jemandem so erzählt auf Englisch. Und dann hat die junge Frau gefunden, oh super, das ist ein super, du bist der Tortilla Crisis. Ja, so bin ich zum Trailnamen gekommen. Wir laufen jeden Tag relativ lang, also die meisten Leute laufen 10 Stunden. Und auf dem Weg von Campo, Kalifornien, bis in Norwegen nach Kanada sind 4.200-3.000 Kilometer. Hat es eine sehr gute Stimmung zwischen den Leuten. Also es gibt die meisten sind einiges jünger als ich. Die meisten Leute sind irgendwann zwischen 20 und 30 und sind zwischen Ausbildung und Berufsleben oder zwischen 2 Jobs. Und es gibt aber auch einzelne Leute, die den Rahmen ein bisschen sprengen. Und es ist dieses Jahr ziemlich schwierig, weil letztes Jahr hat es ziemlich fest geschneit. Aktuell sind wir in Bishop. Das ist schon in der zweiten Etappe. Also grundsätzlich der PCT hat so 5 grosse Landschaften. Die erste ist die Wüste, da haben wir jetzt etwa 6 Wochen gebraucht. Und die zweite ist jetzt das Hochgebirge, das Sierra Nevada. Und weil es letztes Jahr so fest geschneit hat, ist es jetzt im Moment ganz, ja, nicht ganz einfach, sagen wir es mal so. Die meisten Leute haben in den Schuhen noch irgendwelche Mountainbikes. Man hat einen Eispick dabei und es gibt nicht ganz unklare Situationen. Jetzt im Moment bin ich in Bishop. Das heisst, ich habe so rund die ersten 100 Meilen von der Gebirgsetappe gemacht. Und tue jetzt 2 sogenannte Zero Days einlegen. Das heisst, Tage, wo man sich einfach ausruht. Und ab und zu macht es das einfach. Einfach zum Abendkommen, auch vom Adrenalinschub, wo man jeden Tag eigentlich hat. Vor allem, wenn es nicht ganz ungefährlich ist, wenn man ein Eisfeld überqueren, das steil abgeht, man muss Schmelzwasserflüsse oder Bäche überqueren. Und da steht einem das Wasser dann zum Teil schon bis am Bauchnabel. Und das sollte man halt wieder reinmachen. Weil letztes Jahr sind 2 Kerle vertrunken. Und man muss einfach aufpassen. Man muss wissen, welche Risiken man auf sich nimmt und was man nicht macht. Ja, ich hoffe, der kurze Beitrag von mir hat äh,
meinem Kollegen hier viele Klicks beschert von Leuten, die Schweizerdeutsch reden. Und ansonsten hoffe ich, dass auch Leute, die dann in einem anderen Spruch reden, sich zuschalten. Vielen Dank fürs Zuhören. Merci vielmals. Ade zusammen.